Hallo Freunde, da auf YouTube immer wieder geschwärmt wird von extrem robusten, widerstandsfähigen Outdoor-Messern, habe ich mir gedacht, schauen wir mal, was es preisgünstiges und trotzdem qualitativ hochwertiges auf diesem Sektor gibt. Ja, und da bin ich, glaube ich, auf das allerbeste Modell gestoßen, das man in 1095er Stahl bekommt, super robuste Klinge hat und zu einem unglaublichen Preis angeboten wird. Ich möchte daher dieses Messer, das ich gestern bekommen habe, mit euch zusammen auspacken. Es ist von der Firma Schwed. Das Schwed 9. Mit einer extrem wuchtigen Klinge und schaut euch diese Stärke der Klinge an. Ich glaube, da fehlt von 6 mm nicht viel. Können wir später nochmal nachmessen. Es ist natürlich Full Tang, hat hinten ein Loch für den Lanyard. Einen extrem griffigen Griff, den man auch ganz hinten nehmen kann, um eine stärkere Wucht beim Verwenden als Machete erzielen kann. So, hier sieht man Schwed F9 heißt es genau. Durch die Griffmulde an der Klinge kann man das Messer beim Schnitzen weiter vorne fassen und hat dadurch eine bessere Schnittführung. Ja. Und was glaubt ihr, was so ein tolles Messer in 1095er Stahl kostet? Ich habe es für 49 Euro plus gratis Versand bei Amazon bekommen. In Amerika kostet es nur 39 Dollar. Und dazu gibt es noch, man glaubt es kaum, ein ganz tolles Sheath dazu. Das hat einen festen Kunststoffteil innerhalb, um die Klinge zu schonen, oder besser gesagt, um das Stoffsheath zu schonen vor der scharfen Klinge. Außerdem hat es eine abnehmbare kleine Tasche. Mal scharf. In der man natürlich Fire Steel und ähnliche Sachen unterbringen kann. Damit ist man komplett für den Autoeinsatz gewappnet. Ja, Micky, gib Ruhe.
Das ist er, dass ich filme. Ach, der Kater will den Hof. Warten ein bisschen. So. An dem Schieß sind auch noch Holster, also Beinschnüre angebracht zum Befestigen, damit das nicht beim Gehen wackelt. Diese Tasche kann man auch abnehmen. Wenn es stört. Na, das hält aber ordentlich. Ja, dann schaut es so aus. Oben wird das Schieß am Gürtel überlappend angebracht und hält sicher. So, jetzt wollen wir das verkehrt. So gehört das. So, habe ich es doch zusammengebracht. Okay. So sieht das dann komplett aus. Wer möchte, kann sich auch die leere Tasche waagrecht auf den Gürtel geben und andere Sachen wie Taschenmesser und ähnliche kleine Dinge, Verbandszeug, Firesteel etc. reingeben. Und ohne das schwere Messer losziehen. Aber zusammen ist dieses Riesending natürlich unschlagbar, wenn es darum geht, schwere Holzarbeit beim Buschkräften zu erledigen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch interessiert hat und Spaß gemacht hat. Servus und grüß euch. Komm, komm, ich geh.